Einen fetten Klubschgruß von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder vorbeigeklubscht habt bei einer neuen Runde Paragon. Und wir haben hier ein bisschen Spaß am Start. Mit dabei ist der gute Prime und ein Abonnent auch. Können wir mal Hallo sagen? Hallöchen. Hallo. So. Ja, also ich spiele den neuen Helden hier, Mr. Nabisch. Also ohne Mr. eigentlich, aber er heißt jetzt einfach Mr. Mr. Wonderful. Oh ja, Mr. Tromlo. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Jungle, oder? Oh, ich bin gerade links schon rein. Krux guckt schon wieder in der Mitte rum. Gut, jeder holt sich ein. Ja, also zu dem Helden kann man halt erstmal sagen, er ist ein Tank, Supporter und ja, die ganzen Fähigkeiten, die wird man ja noch sehen im Laufe des Videos dann. Also er hat wirklich für Teamplay sehr gute Fähigkeiten. Er kann die ganze Gruppe heilen, er kann die ganze Gruppe schneller machen. Und Damage kann er auch machen. Was vor allen Dingen in Situationen, wo man Gegner einholen möchte oder wegrennen möchte, perfekt ist, ne? Ja, dafür ist er halt echt richtig gut dann. Aber Damage kann er halt auch gut raushauen. Ja, das Problem ist nur, das habe ich bei ihm gemerkt, er schlägt so langsam zu, wenn man ihn nicht auf Speed skillt. Das ist wirklich schlimm. Bang. 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 Aber so richtig langsam. Nimm du ruhig. Meins. Ich brauch den nicht. So, die sind wieder da. Lass doch nicht den Kopf so hängen, du kleiner Minion, du. Oh, rechts ist, hier, wer ist das da nochmal? Sparrow alleine. Sparrow und Kalari. Das ist nicht gut. Sollen wir da mal hingehen, oder was meinst du? Ja, das können wir mal machen. Gut. Ach, in der Mitte wird schon der gegnerische Turm attackiert. Ach, links auch. Nee, das ist nicht Kalari, das ist Grux. Oh. Warte, ich komme ich mal helfen, damit ist gerade nichts los. Ja, geh du mal, weil ich habe nicht mehr so, ich habe nicht mehr so viel Leben. So, sagen wir hier mal Hallo. Das ist wirklich sehr, sehr langsam, wie der schlägt. Ein bisschen, ja. So, jetzt habe ich alle Fähigkeiten freigeschaltet. Aber ein bisschen schneller. Bum, bum, bum. Ach, Rektor. Ich muss ja sagen, ich freue mich schon auf unser Spiel gegen Twins Q. Ne? Ja, da kann man bestimmt ordentlich Spaß dran haben dann. Oh ja. Er meint hier, wir werden eiskalt verlieren. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Nö, also das letzte Wort ist gesprochen, wenn das Match vorbei ist. Aua. Genau. Oh. Kommt dann halt darauf an, wie wir an dem Tag als Team spielen. Also, wenn wir irgendwie total AFK sind, wie zwischendurch manchmal oder so, dann wird das ein sehr schnelles Spiel für ihn. Aber ist ja nicht gesagt, ne? Nö. So, ich muss mal einmal zurück, ein bisschen dem tanken. Aua, nein! Oh, pass auf, da kommt der gegnerische Kalari. Ja, ich könnte... Achtung, Chimera ist auch da. Okay, jetzt sind sie zu dritt. Bist du jetzt weg? Ich bin auf dem Weg, er hatte mich halt gerade attackiert. Da konnte ich nicht weg. Sparrow kommt wieder.
Und noch einer, Koks wer ist kommt noch auch dahin? noch. Ihr habt da alle. Perfekt. Ah, da versucht mich Ich komme mal ranzuziehen. zu euch, dann. Ne, zu dir, du bist ja alleine. So. Ja, ich musste gerade zurück. Ich gehe mal links rüber gerade. Fahrt, zieh die lieber zurück. Auch wenn sie mich angreifen, dann werden sie auch vom Turm angegriffen, also. Ja, aber. Meiner. Oh, schade. Okay. Er dachte, er hat uns. Knapp. Alles klar, Rektor stirbt schon wieder. Unser Rektor ist schon wieder tot. Wo war der überhaupt? Na, ich gehe mal erstmal meinen Job nach ein paar Sammler anmachen. Oh shit, da ist ja einer fast tot von den Gegnern. Der ist gerade weggerannt. Ja, Kalari. Ich hab Grux Kalari, getötet. Keule ins Gesicht. So, trommeln wir mal ein bisschen. Ach komm, ey. Hui, da fliegen sie alle. Lol, da hat er geblockt. Was ein Sackgesicht. Da kommen sie wieder. Man tötet sie und sie kommen wieder. Jo. So langweilig. Na, ja, Tom hat noch Hälfte. Was ist das? Ja, aber auf jeden Fall, wenn wir da das Spiel gegen Twins Cube machen, dann werde ich da Krux spielen. Weil mit dem bin ich einfach am besten. Ich werde dann Chimera spielen und der andere aus unserem Team spielt ja den und den. Falls der das Video guckt, will ich ihm jetzt nicht sagen, wer wen spielt, ne? Stimmt. Nicht, dass der uns stoppt. Er hat ja keine Hobbys, der Lappen. Deswegen, oh, oh. Mal gucken. Nein. Nein, lass das. Lieb sein. Gott sei Dank hat er gerade schon seine Ulti rausgehauen. Na, willst du mich holen? Okay, will er doch nicht. Ja, dieser Kalari ist auch irgendwie geistig behindert oder so. Er hat Hälfte des Lebens, ich stehe im Turm und er greift mich mit seiner Ulti an. Ist doch komplett sinnlos. Was ist das denn für einer? Oh nein. Ist ja geil. Der war natürlich instant tot, aber... Man kann es ja mal probieren. Warum okay. nicht? Oh, Alter. Versuch was wert. Okay, jetzt muss ich mich hier mal richtig hart zurückziehen. Sonst gebe ich gleich ein Level ab. Ja, warum ist denn unser linker Sammler angedamaged? Ich würde an deiner Stelle aufpassen. Bei uns war gerade rechts Chimera im Jungle und der ist auf einmal verschwunden. Ein Magier. Ich gehe den mal suchen. Mach das mal. Viel Spaß. Danke. Dann gucken wir mal, wo er ist. Es hört sich irgendwie so an, als würde bei irgendwen andauernd eine Katze schnurren. Das ist mein Hund. Ach so. Jetzt so kleine Atemprobleme. Oh. Wenn du das raushörst, hast du aber gute Ohren.
Oder nee, du hast ja Headset auf, ne? Ja. Achso, ich wollte gerade sagen. Dann ist das kein Wunder. Ja, die guten Leute spielen nur mal mit Headset, ne? Ja. Dam, 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 dam. Das gab ordentlich Damage. Jetzt singt ihr das schon. Ich bin raus. Der Damage-Song, ne? Oh ja. Na, ich hab hier Grim Exe gerade fast getötet. Ja, wollen meine Minions hier jetzt auch mal ankommen? Dieser Sparrow, Alter. Och nö. Sie kommt immer auf 2 Meter ran, dann gibt sie mir ihren komischen Hagel-Dingsbums und dann geht sie wieder weg. Ja, das ist echt nervig bei dir. Das ist langweilig. Nein, jetzt treffe ich den nicht, ey. Nudel, mein Leben. Ah, du bist auch fast tot, ne? Oh, ich glaube, der wird gesnaggelt. Oh ja. Und da habe ich ihn. Oh ja. Jetzt treffe ich den nicht. Jawohl. So. Oh! Wo kommst du denn her? 9 Leben! Alter! Luffy, ich bin hinter dir! Nein! Nein! Scheiße. Ich hatte nur 9 Leben. So, ich hole mir mal die Energierüstung, die könnte ich gebrauchen. Achso, okay. Ich dachte gerade, unser Murdoch steht nur rum. Könnte irgendjemand kurz einen Sammler anditschen? Ich hab versucht, dich noch zu beschützen, aber es ging einfach nicht. Boah, nicht schlimm. Weißt du, man geht ganz kurz weg und schon greift die rechts den Turm an. Ja, das kenne ich. Boah, die ganze Zeit reißt sie nix. Dann kommt sie. Ich hab einfach mal 15 Kartenpunkte über, auf die ich überhaupt nicht geachtet habe. Na, ich hatte 13, deswegen bin ich kurz weggegangen. Alles klar. Kann man ja mal machen, ne? Ja, solange es auch ohne ganz gut läuft. Ja. Ein Kill hatte ich ja schon. Dann müsstest du jetzt ja noch besser für dich laufen. Mit dem Scheiß. Ah, das ist Grux, der kann allgemein nicht so viel einstellen. Na, das ist einfach nur nervig. Sie kommt immer mal ran, gibt mir 50 Schaden und geht wieder. Der will dich abfangen. Schafft's auch. Lupschi, ich bin jetzt mit bei dir, ne? Ja, habe ich gerade gesehen. Schade, ich wollte noch einen sagen. Einmal eintünen und mitnehmen, bitte. Ich gehe mal eben so zu unserem Sammler. Gibt's mal wieder 50 Schaden? Super. Das bringt ja auch gar nichts. In der Zeit, wo sie die Attacke wieder hat, bin ich wieder voll. Irgendwann wird das merken. So, machen wir mal easy. Du nimmst im Ernst die Ulti für die Minions? Ja. Pass auf, ich bin Supporter. Alles klar. So, jetzt kommen unsere Minions hier nämlich rein. Oh shit. Jetzt traut er sich plötzlich. Sinnes Wandel. Gucken, die haben da ein paar Probleme. Ich stehe im unsichtbaren Feld hinter dir, ne? Du kannst mit Unterstützung rechnen. Oh, scheiße. Er wirft ja seinen Knüppel erstmal vorbei. Ja, kann man ja mal machen. Da kommt. Lol. Da hat dich nicht gesehen. Ja, ich hab ihn gesehen, ich hab da schon mit gerechnet. Oh, und das war natürlich nicht weit genug. Wir drehen den Spieß einfach mal um. Du hast mich vorhin mit Grux ausgelacht, weil du so schnell warst. Und was? So schnell wie ich jetzt sein werde, da wirst du mit Grux nicht hinterherkommen. Doch, doch.
Aber wo ist Camera gerade? Quatsch. Das ist viel wichtiger. Der ist mittig. Mitte, ja. Ich gehe da mal kurz helfen, ja? Ja, mach das. Aua. Muss ich mich mal ein bisschen heilen hier. Ja. Diese dämliche Sparrow regt mich so auf. Oh. Das glaube ich dir. Soll ich dir gleich mal zur Hilfe kommen? Oh. Na, die macht ja nicht wirklich viel, aber ich will so hinter ihr rangehen. Dann steht sie hier oben drauf, ich versuche sie runterzuziehen, dann bleibt sie an der Kante hängen. Und dann wartet sie so lange, bis ich irgendwas mache, um wegzurennen. Okay, ich komme da jetzt einfach mal rüber. Dann hole ich mir die. Als Nahkämpfer ja, gegen Fernkämpfer ist eh immer ziemlich bescheiden. Ja, habt ihr sie auch mal bald. Da muss ich mich Achtung, zurückziehen. Jetzt kommen bei dir ein paar Leute mehr. Ja, Grooks und Sparrow sind wieder da. Hippie. Halle, ja, voll versammelt. Mann. Nein! Ey, der ist zwei Level unter mir. Dann hol ich mir. Turm habe ich jetzt auch zur Hälfte wieder down gemacht mit einem Angriff. Oh, nice. Endlich. Hol doch mal Zeit. Oh, in Mitte haben wir gerade auch Besuch. Okay, Mitte könnte ich Hilfe brauchen. Ich bin auf dem Weg. Naja, den Turm kriegen die. Ich hol die von hinten. Ja, spring doch noch weiter, du kleine Wurst. Das sieht gut aus. Padam! Ja, gut. Die Keule hat's gemacht. Du bist so eine Keule, du Keule. Warte mal, wo ist kein Mörder? Pass auf, das ist hier gleich nicht ein Keule. Du mit deiner kleinen Keule da. Ey. Warum hat Rektor die linke Flanke verlassen? Weil er etwas Stress. Ja, unser linker Turm hat noch viel Leben. Ich komm mal wieder einfach mittig. Easy. Oh shit, mein Fernseher will sich ausschalten. So aber nicht. Der gegnerische Kalari ist so dumm, er kann sich wirklich nur Kills mit seiner Ulti holen. Ach man.
Tja, wenn sie nichts können, dann können sie nichts. Geh doch nicht so nah ran, du Honkgesicht. Es ist doch wohl klar, dass Krux sich da ranholt, wenn du 2 Meter vor ihm stehst im Turm. Na, das war ihm nicht klar. Prüfen wir dann mal. Ich gehe mal die gegnerische Sperre besuchen. Ja, unser linker Turm wird, glaube ich, fallen. Ja. Jawohl, jetzt kommt ihr hier zu dritt an. Ich komme. Ich bin komme. Auf dem Weg. Gleich da. Ja, Krux zieht sich wieder zurück. Chimera hat Bock. Ja, ich habe auch Bock auf Chimera. Zum Herkommen. Aua. Nice. So, Kalari, komm, setz bitte wieder deine Ulti rein und komm in uns rein. No. Ja, weil wir hier zu dritt sind, der könnte uns ja ganz schnell killen, ne? Ja, das könnte ganz easy gehen. Also ich würde es versuchen an seiner Stelle. Auf jeden Fall, das macht sehr viel Sinn. Er ist ja auch so schlau. Gut, ich lasse euch hier dann mal alleine, ihr solltet das eigentlich zu zweit hinkriegen. Ein bisschen Privatsphäre.